Die letzte Ferienwoche ist angebrochen und der Hochsommer scheint sich auch so langsam seinem Ende zu nähern. Und wir steigen ein in eine neue Woche mit Informationen aus unserer Region und für unsere Region. Und damit sage ich guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer, zu Megional am Montag, dem 24. August 2020. Hier ist Ihre tägliche Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ein wehmütiges Ereignis fand am Wochenende auf dem Sportplatz in Leubsdorf statt. Die SG Rotation Borstendorf verabschiedete sich mit einem letzten Spiel von Fans und der Öffentlichkeit. Mein Kollege Frank Langer war für Megional mit der Kamera dabei. Eine Fußball-Ära ging am 23. August 2020 zu Ende. Die Fußballer der SG Rotation Borstendorf haben mit einem Freundschaftsspiel gegen den SV Grün-Weiß Leubsdorf auf fremdem Platz nicht nur das letzte Saisonspiel absolviert, sondern damit auch eine 97-jährige Traditionsmannschaft verabschiedet. Mit der Neugründung des SV Wildenstein haben sich ja bekanntlich die Fußballer aus dem Verwaltungsverband zusammengetan. Allerdings hätten einige Borstendorfer gern noch die 100 Jahre vollgemacht. So kann man das wirklich sagen. Ich würde sagen, die drei Jahre, das 100 Jahre wären das. 100 Jahre, da schafft niemand groß. Und mit einmal Schluss. Ich hätte so gesagt, die hätten sollen das weitermachen. Und dann nach den 3 Jahren, können die komplett in der alte Mannschaft, in alte Herren, reingegangen wären. Und wie gesagt, wir hätten in Mordsfeder gehabt für die 100 Jahre. Wann erlebt man denn sowas? Mit einem Sarg liefen die Spieler auf den Platz, um noch einmal die Tragweite zu verdeutlichen. Wenn man das hier sieht, das wird kein normales Testspiel, oder? Nee, eigentlich nicht. Es wird ein kleines, schönes Abschiedsspiel, hoffe ich, denke ich, für unseren traditionsreichen Verein SG Rotation Borstendorf. Ja. Und es gibt andere Bestrebungen, Vereine zu bündeln. Und da durch Corona keinen schönen Abschluss gab für uns als Verein, haben wir gesagt, würden wir gerne noch ein Spiel zelebrieren hier in Leubsdorf, um den Abschied auch gebührend zu feiern. Aber da sind schon tränende Augen dabei, oder? Die sind bestimmt dabei, ja. Die traurige Show beginnt. Vor dem Anpfiff gab es noch ein paar Worte von SGU-Gestein Reinhard Zwiegern. Aber ich bin stolz, dass wir das wenigstens noch so zu Ende bringen, wie das jetzt kommt. Und ich bin stolz, jeden, den ich hier sehe. Ich danke euch. Ich sage auch ganz kurz Dankeschön an den Leubsdorfer, dass er heute uns die Chance gibt, das letzte Spiel durchzuführen. Ich habe ja einen Großteil meiner Jugend bei euch gespielt. Es war immer eine schöne Zeit, ich denke gerne zurück. Von daher war das eigentlich offensichtlich, dass wir gegen euch gerne das letzte Spiel machen würden. Nimmt Abschied von einer großen Fußballmannschaft. Und ich bin auch gern dort oben immer wieder mal gewesen, auf der Höhe. Schließlich ging es los. Auf geht's! Was sind so für Zeiten, an die dich besonders erinnerst? Was waren so die Höhepunkte der SG Rotation Borstendorf im Abteilung Fußball? Also ich muss sagen, die Höhepunkte waren selber, wo ich gespielt habe. Ich habe mein erstes und mein letztes Spiel gegen Wismut mit Aue gespielt. Es war grandios, grandios. Und dann muss ich sagen, wir waren auch wirklich eine saustarke Truppe drin. Aber dann, vor 4, 5 Jahren, haben wir eine Truppe gehabt in Borstendorf. Die waren noch besser wie unsere damals. Und die sind aufgestiegen in der Kreisliga und wären nochmal aufgestiegen. Wenn ein paar krank nicht gewesen wären oder arbeitsmäßig. Aber die Truppe vor 3 Jahren, würde ich sagen, das war die beste, die in den 100 Jahren dort war, also mit den 97 Jahren dort war. Die waren richtig geil und gut. Gekämpft wurde auf beiden Seiten. Am Ende stand es 5:3 für den Gastgeber Leubsdorf, aber um das Ergebnis ging es ja an sich nicht,
sondern um einen gemeinsamen Abschluss. Während die Erzgebirgerinnen und Erzgebirger derzeit noch den Sommer genießen, bereiten sich die 5 Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises bereits mit Hochdruck auf die kalte Jahreszeit vor. So konnten bereits am 20. August nahezu die letzten Lieferungen an Streusalz für die bevorstehende Wintersaison am zentralen Streusalzlager des Erzgebirgskreises in Stolberg entgegengenommen werden. Eingelagert wurden insgesamt ca. 16.000 Tonnen Streusalz, davon 9.000 Tonnen im zentralen Streusalzlager in Stolberg. Vom dortigen Zentrallager werden während der Wintermonate auch die kleineren Streusalzdepots in den Straßenmeistereien beliefert. Die weiteren 6.500 Tonnen sind in den Streusalzdepots der Straßenmeistereien Aue, Gornau, Schönfeld sowie Zöblitz und nochmals weitere 650 Tonnen in den Winterdienststützpunkten Markersbach und Oberwiesenthal sowie im Silostützpunkt Eibenstock gelagert. Diese Lager werden aktuell jedoch bis spätestens Ende September von vertraglich gebundenen Lieferanten ebenfalls befüllt. Weiterhin wird derzeit auch die Winterdiensttechnik gewartet. Auch diese Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten und werden noch im September abgeschlossen sein, sodass spätestens mit Beginn des Herbstes, der in der Vergangenheit mitunter schon den ersten Schnee bereithielt, volle Einsatzbereitschaft beim Winterdienst des Erzgebirgskreises besteht. Und bevor der Winter in unserem Erzgebirge Einzug hält, war ein altehrwürdiges Fahrzeug von der Insel Rügen in Olbernhaut zu Gast. Und mein Kollege Danny Obst weiß mehr, was es mit diesem Besuch aus dem Norden auf sich hatte. Dieses Wochenende hatte der rasende Roland in Olbernhaus seinen ersten Testlauf nach der lang andauernden Restauration. Die Lok wurde 1925 in Stettin gebaut und fuhr seitdem fast 100 Jahre auf der Insel Rügen. Jetzt wurde sie jedoch zum Gast der Instandsetzung in Olbernhau. Diese wurde bis auf ihr letztes Einzelteil auseinandergenommen und vollständig wieder neu aufgebaut. Es mussten alle Teile überprüft, viele Teile ersetzt und nachgebaut werden. Die Restaurierer erschufen sogar einige Eigenkonstruktionen und jetzt strahlt die Lok wieder in ihrem vollen Glanz, wie damals in Stettin bei ihrer allerersten Testfahrt. Und schon sind wir bei unseren Servicethemen für Sie angekommen, liebe Zuschauer. Bevor wir die Aktenmappe der Polizei aufschlagen, möchte ich Ihnen einen Hinweis unseres Experten in Sachen Verbraucherschutz, Sebastian Eberlein, nicht vorenthalten. Jacken für Kinder stehen im Fokus. Bestseller informiert über den Rückruf verschiedener Jack & Jones Junior Kinderjacken der Größe 128. Wie das Unternehmen mitteilt, entsprechen die Kordeln in der Kapuze der Jacken nicht den Anforderungen der EN 14682. Schlimmstenfalls besteht Strangulationsgefahr.
Die betroffenen Kinderjacken wurden im Zeitraum Dezember 2019 bis Juni 2020 verkauft und der Rückruf betrifft nur die Größe 128. Kunden, die eine oder mehrere der betroffenen Jacken gekauft haben, können diese in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, in dem diese gekauft wurden. Kunden erhalten eine volle Rückerstattung, ein Kaufbeleg ist nicht erforderlich. Marienberg, ohne Führerschein unterwegs. In der Schulstraße kontrollierten Polizisten am 23. August gegen 2.15 Uhr einen PKW Renault. Dessen 45-jähriger Fahrer mit tschechischer Staatsangehörigkeit war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Für ihn folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sein 36-jähriger tschechischer Beifahrer hatte Reste von Betäubungsmitteln dabei, was eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge hatte. Und zum Wochenauftakt zeigen wir Ihnen wieder Bilder des Tages. Und wenn auch Sie am Wochenende oder heute mit der Kamera unterwegs waren, schicken Sie uns Ihre Bilder des Tages in Ihrer besten Auflösung per E-Mail an megional@mef-lein.de. Und dann können Sie diese Bilder in unserem Programm auch sehen. So zum Beispiel wie die Eindrücke aus Klösterle an der Eger von Frieda Monzer. Und anschließend schauen wir dann zu Danny Obst ins Regionalwetterstudio. Heutige Nacht gehen wir erneut mit relativ kühlen Temperaturen hinein. Und es hat den Anschein, dass der Sommer uns für eine gewisse Zeit verlässt. In Schobau und Olbernhau liegen die Temperaturen heute Nacht im Bereich von 10 bis 14 Grad. Im Gegensatz zu Marienberg, denn da wird es ein wenig kühler. Wir schreiben 10 bis 13 Grad. Der Wind kommt heute Nacht aus westlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern die Stunde. Die Sichel des zunehmenden Neumondes wird heute Nacht auch nicht allzu oft zu sehen sein, da diese von einigen Wolken bedeckt sein wird. Am morgigen Tag werden dann die Temperaturen gemäßigt, denn wir schreiben in Hohndorf 10 bis 19 Grad. Bei uns im Gebirge bewegen sich die Temperaturen im Bereich von 10 bis 20 Grad. Und in Neuhausen zeigen die Thermometer morgen 13 bis 23 Grad an. Der Wind weht morgen aus dem Westen mit einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern die Stunde. Und der Himmel zeigt sich morgen jedoch bewölkt und die Sonne wird eher weniger zu sehen sein. In Hinsicht auf die nächsten Tage liegen die Temperaturen am Mittwoch im Bereich von 15 bis 23 Grad. Zudem weht ein starker Wind aus Westen mit Böen mit bis zu 79 Kilometern die Stunde. Und der Himmel wird am Mittwoch bewölkt sein. Am Donnerstag wird es dann ähnlich wie am Mittwoch, wir schreiben 12 bis 22 Grad. Mit einem starken Wind, der aus Westen kommt und mit Böen mit bis zu 58 Kilometern die Stunde und der Himmel wird wie am Mittwoch genauso bewölkt sein. Und damit wäre ich für heute schon durch mit meinem Wetter. Ich würde nun mein Wort wieder Thorsten Lange im Regionalnachrichtenstudio begeben. Vielen Dank, Danny, für die Wetteraussichten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Regional für den Montag, liebe Zuschauer. Der Wochenauftakt ist erfolgreich gemeistert. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter der Internetadresse www.mef-lein.de finden Sie sowohl unseren Livestream als auch die Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Alternativ schauen Sie auch auf www.glückauf.tv. Ich verabschiede mich hier aus dem Regionalstudio, wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht. Auf Wiedersehen und bis morgen hier an dieser Stelle.